Versuch mal, den Schmecker zu schmecken. Ist der Schmecker auch ein Geschmack? Wenn der Schmecker auch ein Geschmack ist, wer schmeckt dann den Geschmack des Schmeckers? Das ist vielleicht die Geschmackslosigkeit. Das ist ja eine Geschmackslosigkeit. Der Schmecker kann sich nur als Geschmack schmecken, aber nicht als das, was der Schmecker ist, denn das ist die Geschmackslosigkeit. Schmeckst du das geschmeckt? Hast du das schon mal geschmeckt? Was keinen Geschmack hat? Ha, ha, ha.